So, Hallihallöchen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Preview zu DreamWorks Dragons Hiccup and Toothless Dragon Riders von Spin Master. Hier haben wir schon das zweite Hicks und ohne Zahn Modell, dieses Mal Hicks in seinem Fluganzug mit ohne Zahn und seiner Rennbemalung. Eine von bisher 5 Neuheiten dieser Drachenreiter-Serie hier, die sich ganz offensichtlich mit ihrer Gestaltung und ihren comichaften Charakteren an ein jüngeres Publikum wendet. Wobei ich in jedem Video immer wieder gerne dazu sage, dass auch diese Figuren in ihrer Machart durchaus auch erwachsene Sammler ansprechen können, weil sie einfach nur niedlich aussehen, zumindest was die Drachen hier anbetrifft. Ich denke, auch gerade Mädchen werden sich von diesen Figuren auch angesprochen fühlen, weil sie einfach nicht so hart und kantig sind wie viele, viele andere Figuren. Im Gegenteil, sie sind recht knuffig, die Proportionen einfach nur goldig und zudem wirklich schön gemacht. Meiner Meinung nach stehen sie den etwas größeren Actiondrachen in nichts nach. Es ist einfach ein anderer Stil. Auch in diesem zweiten Modell hat man Hicks wieder genau dasselbe Flammenschwert mitgegeben. Da hätte ich mir vielleicht eine andere Waffe gewünscht. Vielleicht das Schwert ohne Flammen. Von dem her ist es jetzt nicht wirklich originell. Einzig Hicks unterscheidet sich von dem anderen Modell mit seinen Lederschwingen und diesem Helm. Ansonsten ist dieses Modell von Hicks dem anderen extrem gleich, aber da schauen wir uns doch jetzt gleich ein bisschen näher an. Ja, auch hier möchte ich wieder mit der Verpackung beginnen. Die Verpackung in ihrem neuen Design finde ich einfach nur großartig. Die Figuren sind eigentlich fast zu schade zum Auspacken, denn es sieht wirklich grandios aus. Ganz, ganz toll. Gefällt mir also richtig gut. Auch das ganze Design, die Farben, dieses Schwarz mit Rot und die Wolken im Hintergrund, das ist schon richtig großartig gewählt. Also wir haben hier Hiccup and Toothless, Hicks und ohne Zahn, Dragon Riders, Drachenreiter. Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Natürlich von Spin Master hier noch ein schönes Bild von ohne Zahn und Hicks aus dem zweiten drachenzähmen Film. Seitlich finden wir wieder dieses Bild von ohne Zahn mit dem Titel auf dieser Seite genau dasselbe. Ich finde es sehr schön, dass dieses Schild hier ausgestanzt wurde und nicht einfach nur rund, sondern mit diesen Unebenheiten. Schauen wir auf die Rückseite. Hier sehen wir unser Modell mit Hicks, seinem geöffneten Fluganzug und diesem Flammenschwert. Was mir hier auffällt, sind die Augen von ohne Zahn. Die haben hier ganz, ganz dünne Pupillen. Man sieht hier keine Zähne in ohne Zahns Maul. Und Hicks hat hier helles Flugleder. Und achtet auch auf seine Maske, die ist hier durchgehend silber. Selbst Hicks Haare sind hier im gleichen Braun wie diese Lederschwingen. Okay, einfach mal merken, auch die Flügel wirken jetzt hier nicht wirklich transparent. Hier sehen wir noch zwei andere Modelle. Einmal Astrid auf Sturmpfeil, das haben wir schon ausgepackt und im nächsten Video folgt dann Rotzbacke auf Hakenzahn. Und auch hier finden wir wieder den Vermerk Fly into Battle, fliege in den Kampf. So, jetzt schauen wir uns mal die Figuren an. Fangen wir bei Hicks an. Wir sehen das Flammenschwert, das kennen wir schon vom ersten Modell. Ich halte es vielleicht zum Vergleich gleich nochmal daneben. Wir sehen hier diesen Anzug von Hicks, der ist in meinen Augen exakt gleich wie das andere Modell. Auch das künstliche Bein, die Details hier an seinem Anzug. Und ich glaube nicht, dass man hier großartig die Arme bewegen kann, aber das kann ich nur vermuten. Letztendlich kann ich es erst überprüfen, wenn ich die Figur hier aus dieser Verpackung nehme. Vielleicht kann man den Kopf oben ein bisschen drehen. Ob man den Helm jetzt abnehmen kann, weiß ich auch nicht. Hicks hat übrigens in diesem Modell dunkle Haare, also dunkelbraun, genauso wie dieses Lederteil von seinem Fliegeranzug. So, jetzt stelle ich mal das andere Modell daneben. Mal gucken, ob wir ein bisschen was erkennen können. Also es ist gut möglich, dass man in den feinen Details ein paar Unterschiede finden, aber auf Anhieb sehen die Figuren ziemlich gleich aus, nur dass rechts
bei dem Higgs ohne Helm noch ein paar Teile extra braun bemalt wurden, was man hier bei diesem Modell weggelassen hat. Aber das Schwert ist auf jeden Fall exakt gleich. Ansonsten muss ich sagen, wirklich keine schlechte Figur. Wie schon gesagt, im Gegensatz zur Abbildung auf der Rückseite sind hier diese Lederschwingen dunkelbraun. Higgs Haare ebenfalls dunkelbraun. Und sein Helm hat hier schwarz bemalte Löcher. Man sieht also nicht durch, man sieht die Augen von Higgs nicht. Drum ist es wirklich fraglich, ob man diesen Helm abnehmen kann. Aber er hat wirklich sehr, sehr nette Details hier. Das ist schon richtig toll gemacht. Man findet sogar diesen roten Totenkopf hier auf seiner rechten Schulter. Ja, so viel zu Higgs. Was haben wir hier für eine Größe? Ich messe es mal. Auch hier sind wir bei 6,5 cm in etwa. Kommen wir nun zu ohne Zahn. Auch ohne Zahn hat hier dieses künstliche Schwanzteil. Man hat beide Hälften rot bemalt, aber man sieht auf der linken Seite diese Löcher. Ne? Ich hoffe, man kann es gut sehen. Das gibt doch schon richtig schön zu erkennen, dass es sich hier um ein künstliches Teil handelt. Rechts dagegen, auf der rechten Hälfte, sieht man sogar eine Struktur, eine Lederstruktur auf dem Flügel, auf der Flügelhaut. Das finde ich schon richtig klasse. Auch hier sieht man die Afterflügel. Die sind im Gegensatz zu den beiden Hauptschwingen nicht transparent. Die sind einfach nur schwarz. Auch hier sieht man dieses Zaumzeug von dem Sattel her, dieses Gespann, was bis nach hinten geht zu diesem künstlichen Schwanzstück. Das finde ich schon mal schön gemacht. Lasst uns Higgs mal hier von vorne anschauen. So, was ihr auf der Zeichnung nicht sehen konntet, waren die Zähne. Seht ihr das? Hier sieht man die Zähne von ohne Zahn. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn er mich fragt. Auf der anderen Seite könnte man das als Zähnefletschen interpretieren. Das Mäulchen kann man auch öffnen. Er hat also unten und oben Zähne. Ja, das ist prima, das finde ich klasse gemacht. Vor allem sind die Zähne auch einzeln modelliert. Man hat also tatsächlich Abstände dazwischen. Soll heißen, man kommt mit Zahnseite dazwischen. Ganz, ganz wichtig bei Drachen. Ist ja klar. Ansonsten hat er tatsächlich ein bisschen einen Überbiss. Ne? Kann man sehr schön sehen. Ja, kann einen stören oder auch nicht. Das wird mich nicht so stören wie die Augen. Die Augen seht ihr, die Pupillen sind ein bisschen dicker bemalt wie hier hinten. Das finde ich schon mal besser. Aber die Augen sitzen extrem tief unten. Ja, also fangen ganz knapp überhalb dem Maul an. Und ich finde, es ist fast ein kleines bisschen zu tief. Also vielleicht einen Millimeter weiter rauf, das hätte schon vieles, vieles gebracht. Wie auch immer, auf seinem Rücken sehen wir seinen Sattel, den hat man hier vorne braun bemalt, den Rest hat man einfach schwarz gelassen. Ne? Auch auf der Seite sieht man jetzt keine silbernen Ringe oder hier noch dieses braune Leder, was zu den Vorderbeinen runtergeht. Das sieht man hier leider nicht. Aber ich finde die Stellung echt spannend gemacht, schön gemacht vor allem. Also schön hier in Angriffshaltung oder auch Flughaltung, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Die Vorderbeine kann man ein bisschen bewegen. Ich kann es hier nur ganz wenig, weil eben noch diese Plastikform hier herum ist. Auch diese Seite, ich mach's mal hoch, kann man also das Beinchen nach oben machen und nach unten. Ich denke mal, man kann es noch ein bisschen mehr bewegen, wenn diese Plastikform weg ist. Die Hinterbeine kann man nicht vor und zurück bewegen, aber seitlich. Denn ihr seht hier unten, hier ist die Beschreibung, was unser Drache machen kann. Wenn ihr an diesem Hinterbein hier drückt, dann bewegen sich die Flügel auf und ab und auch das Maul. Das ist die Action bei unserem ohne Zahn hier. Finde ich also interessant. Okay, ne, so sieht es aus. Ich finde es klasse. Auch hier wieder schön Schuppen reinmodelliert an den Beinen, am Körper, am Kopf. Schön unterschiedlich kräftig, unterschiedlich groß. Mal mehr erhaben, mal weniger. Das finde ich klasse gemacht. Auch das ist wirklich ein sehr, sehr super schönes Modell. Ich sag ja, die Augen sind meiner Meinung nach ein klein bisschen zu tief, zu dicht am Maul. Auch der Überbiss, naja, kann man drüber denken, was man möchte. Je länger ich es anschaue, umso weniger stört es mich eigentlich, denn ich sehe da halt einfach so ein grimmiges
Zähnefletschen drin, von dem her ist es schon ganz okay. Ja, die Flügel sind leicht transparent, ihr seht meine Finger durch. Hier ist der Flügel ein bisschen mit Gelb verschmiert, warum auch immer, ihr könnt es ja sehen. Die Flügel kann man, wie schon gesagt, bewegen. Ja, natürlich ist da sein hinteres Bein dazu gedacht. Ist halt ein bisschen Action für diesen Drachen. Und auch hier bin ich wieder sehr, sehr gespannt. Nämlich schaut euch seine Schulter hier an, die ist relativ breit. Bin ich sehr gespannt, ob man den Higgs tatsächlich draufsetzen kann. Wie das funktionieren soll, ist mir echt ein Rätsel. Denn hier auf der Abbildung seht ihr Higgs draufsitzen. Drum wäre halt für mich auch sehr interessant, ob die Beine hier unten im Schritt tatsächlich noch eine Art, ja, Bewegungsfreiheit haben. Vielleicht sind die Beine auch aus Gummi. Keine Ahnung. Ich werde es erst erfahren, wenn ich es auspacke. Ja, das dazu. Falls euch die Länge, die Größe von Ohnezahn interessiert, wir haben hier eine ungefähre Länge von 20 cm und eine Flügelspanne, die ist um einiges größer, denke ich mal. Ja, von hier 27,5 cm. Das finde ich enorm. Auch dieses Modell hier, dieses Set, finde ich doch recht gelungen. Auch wenn mir hier und da ein paar Kleinigkeiten nicht so gefallen, aber ich möchte hier nicht zu kleinlich sein. Es sind die ersten Modelle dieser Serie. Es kommen schätzungsweise noch weitere raus. Ich habe noch ein, zwei andere Modelle gesehen, zumindest auf Bilder, die ich noch nicht als Figuren live gesehen habe. Also auch da bin ich gespannt, was hier von Spin Master in Zukunft noch erscheinen wird. Bei diesem Ohnezahn sind mir auch kaum Schrauben aufgefallen, außer den Gelenken an den Flügeln, und selbst die haben sich hier in diesem Modell eigentlich recht gut versteckt. Finde ich recht gut gemacht. Und auch hier sieht man ganz klar, dass sich auch diese Serie hier, beziehungsweise die Modelle zu Drachenzähmen von Spin Masters definitiv weiterentwickeln. Was die Action anbetrifft, muss man sagen, nichts Neues, nichts, was man nicht schon irgendwo zigtausendmal gesehen hat. Aber ich denke mal, darum geht es ja eigentlich auch nicht. Es geht in erster Linie mal um die Figuren, um die Helden aus dem Film, um ein interessantes Design, in diesem Fall ein comic-mäßiges, ein comicartiges Design, was mir persönlich sehr, sehr gefällt, und ich finde sie einfach nur knuffig. Zugegeben, die menschlichen Figuren, die Wikinger, sind jetzt nicht so mein absolutes Top-Highlight, obwohl ich die Charaktere natürlich sehr, sehr mag. Mein Hauptaugenmerk liegt natürlich hier ganz klar bei den Drachen, denn die sind ja die eigentlichen Stars der Serie. Und die finde ich in dieser Serie mit diesem Stil hier wirklich recht schön und auch absolut gelungen eingefangen. Alleine schon die Form, die Stellung von diesen transparenten Flügeln von Ohnezahn hier, richtig schön. Nicht einfach nur flach und transparent, nein, sie haben auch eine richtig schöne Form bekommen. Das meine ich, wenn ich sage, auch Spin Master entwickelt sich hier definitiv weiter. Leute, das war mein Preview zu Hiccup and Toothless, Higgs und ohne Zahn, die Drachenreiter von DreamWorks Dragons, hier von Spin Master, empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Demnächst garantiert auch in ihrem Kino bzw. bei ihrem Spielzeughändler erhältlich. So, das klang jetzt fast wie das Wort zum Sonntag, und damit möchte ich mich auch für dieses Video verabschieden. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, und sage bis dahin, ciao, tschüss, euer Ruppi.